Ein Grüßer aus der Schweiz. Mein Name ist Tom Glanzmann. Ich bin bei PharmaSwiss, dem Schweizerischen Apothekerverband, verantwortlich für die Kommunikation und mache das zusammen mit einem Team von 13 Personen. Ja, wir sind seit rund 2 Wochen im Homeoffice. Da sollen aber unsere Mitglieder, die Apothekerinnen und Apotheker, die ganzen Teams an der Front überhaupt nicht merken, denn wir arbeiten nach wie vor weiter. Wir bewerten die Empfehlungen des Bundesrats, der Behörden, schauen an, was bedeutet das rechtlich für Apothekerinnen und Apotheker. Wir bewerten gewisse Dinge aus wissenschaftlicher Sicht, beispielsweise, wie schaut das jetzt mit Tests aus? Können hier Apothekerinnen und Apotheker zusätzlich eine Rolle spielen? Wir sind in Kontakt mit den Behörden, führen Gespräche auf nationaler Ebene und versuchen natürlich auch via die kantonalen Apothekerverbände die Richtlinien in den Kantonen zu beeinflussen. Und selbstverständlich haben wir auch Verantwortung für die Mitarbeitenden auf unserer Geschäftsstelle und da sind wir auch in einem Teilprojekt gefordert, dass hier alles reibungslos läuft. Ja, wir sind im Homeoffice. Ich habe schon gesagt, die Apothekerinnen und Apotheker, die ganzen Apothekenteams, die sind an der Front und ihnen gebührt ein riesiges Dankeschön, ein Merci, wie wir es in der Schweiz sagen würden, für diesen unermüdlichen Einsatz für die Schweizer Bevölkerung. Sie stellen sicher, dass die medizinische Grundversorgung auch weiterhin klappt und kämpfen wirklich an allen Ecken und Enden. Ein riesiges Dankeschön und ich wünsche allen viel Kraft und viel Energie bei der Bewältigung dieser Corona-Pandemie und mit besten Grüßen aus der Schweiz.